ein neues Update rausgebracht. 5.7.0. Und da gibt es ein Feature dabei, was ich total toll finde. Und deswegen mache ich das Ganze jetzt nicht nur als Audiospur für dich, lieber Podcast-Hörer, sondern ich mache auch gleichzeitig noch ein Video davon. Und ich nehme gerade auf zwei Rechnern auf, damit du das dann im Video auch nochmal zusammen dir anschauen kannst. Ich bin sehr gespannt, ob das so funktioniert, was ich mir hier gerade alles so vorstelle. Aber du siehst das jetzt hier in dem Video. Ich habe jetzt einen neuen Videofilter um mich herum. Der ist sehr bunt. Und dir kann ich das als lieber Podcast-Hörer beschreiben. Also du hast jetzt hier bei den Videofiltern einmal die Möglichkeit zu sagen, ich möchte Zoom gratulieren. Herzlichen Glückwunsch Zoom zu 10 Jahren Zoom. Das kannst du machen. Und direkt daneben gibt es einen Pride, so heißt der. Und den finde ich sehr schön. Ich finde, der macht nochmal das Bild sehr lebendig. Es ist poppig, es ist bunt, es ist toll. Also für mich finde ich es toll. Das ist aber nicht das, worum es hier jetzt gerade geht. Hier geht es darum, dass du nicht jetzt die Möglichkeit bekommen hast, bei Zoom zu gendern. Das ist schon mal ganz nett. Das kannst du in deinem Konto so hinterlegen, dass Zoom hier jetzt auch Geschlechtspronomen benutzen kann. Und wenn du Kontoadministrator bist oder Benutzer, der Kontoadministrator ist, dann kannst du das selber in deinem Konto aktivieren. Das geht über SAML-Zuordnung in dem Profil. Da werden die Geschlechtspronomen eines Benutzers in seiner Kontaktkarte als Teil seines Anzeigenamens im Meeting und Webinaren angezeigt. Finde ich schon mal ganz nett. Es gibt neue Terminplanungsrechte und alternative Gastgeber zwischen Master- und Subkonten. Das heißt also Unterkonten. Das ist, wenn du mehrere Konten verwaltest. Und Benutzer können alternative Hosts hinzufügen und andere Benutzer, die sich in der gleichen Organisation befinden. Dafür musst du aber Benutzer in deinem Konto aktiviert haben oder hinterlegt haben. Und das geht erst mit einem Pro-Account. Alternative Hosts sind auch wieder diese alternativen Moderatoren. Die müssen sich wieder als Benutzer in deinem Konto befinden. Dann gibt es noch eine neue Datumsformatierung zwischen dem Chat, zwischen Meetings und Anrufprotokollen. Und die wurden dann die Datumsformatierung in anderen Desktop- und Mobile-Versionen angepasst. Also von daher, da passt es dann auch wieder. Ja, benutzerdefinierte Videofilter gibt es jetzt. Du kannst als Kontoadministrator benutzerdefinierte Rahmen- oder Vordergrundsticker hochladen, die Benutzer dann in ihrem Konto benutzen können. Die Bilder dürfen aber nicht größer als ein MB sein. Das ist auch beim Profil so, müssen PNG- oder JPEG-Format haben. Dann kannst du Live-Transkription aktivieren, ohne den Gastgeber zu unterbrechen, um dieses per Chat oder mündlich halt anzufordern. Und das kann man jetzt auch machen, indem du die Live-Transkribierung als Teilnehmer anforderst. Die Teilnehmer haben die Möglichkeit, dem Livestreaming, wenn das über ein NDI-Gerät geht, zuzustimmen oder das Meeting zu verlassen. Bei mir hat das Livestreaming jetzt leider auf Facebook nicht funktioniert. Da muss ich noch rauskriegen, wieso das nicht funktioniert hat. Aber das kann vielleicht daran liegen, dass ich das jetzt auf dem neuen iMac probiert habe. Da muss ich nochmal schauen. Du kannst auch Breakout-Räume verwenden, wenn du die Funktionsinformationsbarriere aktiviert hast. Damit verhinderst du dann, dass nicht autorisierte sensible Daten auch nicht freigegeben werden können. Diese Funktion ist abhängig von einem Web-Release, das für den 3. Juli 2021 geplant ist. Also da bitte schauen. Am 3. Juli gibt es dann wieder ein neues Zoom-Update, das ganz wichtig ist.
jetzt gibt es eine Funktion, zu der möchte ich jetzt kommen. Diese Funktion finde ich auf der einen Seite der Hammer, auf der anderen Seite gibt es aber auch so zwei Wermutstropfen und ich muss ehrlich sagen, okay, das ist jetzt wirklich hier Jammern auf ganz hohem Niveau, denn du kannst jetzt deinen Screen in die Gruppenräume freigeben. Aber Obacht, das funktioniert nicht einfach so, sondern dafür musst du die Teilnehmenden, und ich bin jetzt mit zwei Rechnern hier drin, musst du die Teilnehmenden in die jeweiligen Räume hineinschicken. Und dann hast du bei Bildschirm freigeben, Bildschirm teilen, unten die neue Funktion für Konferenzräume freigeben. Jetzt gibt es aber einen Wermutstropfen. Und zwar gebe ich jetzt mal das frei und sage für Konferenzräume freigeben und schon klickt sich Ton weg und für Videoclip optimieren. Kann ich schon nicht mehr machen. Jetzt sage ich Bildschirm freigeben und dann kommt eine Nachricht, die heißt Bildschirmräume für alle Konferenzräume freigeben. Das bedeutet, dass der Bildschirm in der Hauptsitzung und in allen Konferenzräumen freigegeben wird. Allerdings, das Video und Audio wird nicht in den Konferenzräumen freigegeben. Bildschirme, die in den Konferenzräumen freigegeben wurden, werden sofort geschlossen. Das bedeutet Folgendes. Ich gebe jetzt mal hier meinen Bildschirm frei und befinde mich jetzt hier auf dem zweiten Rechner in dem Konferenzraum. Der wird auch aufgezeichnet. So. Und spiele jetzt mal das Video ab. Und in dem Konferenzraum ist nichts zu hören. Also da ist kein Ton. Das Video spielt. Ich bin nicht mit in dem Konferenzraum abgebildet. Aber es gibt keinen Ton. Du hörst diesen Ton jetzt, weil ich den Ton jetzt hier über mein Mikrofon aufnehme. Aber es ist so, dass in dem Konferenzraum das Ganze wie so, ja, als Puppenspieler abläuft. Du bewegst die Lippen, aber du siehst es nicht. Das wirst du dann auch nochmal sehen, weil ich es dann einblenden werde. Ja, und das finde ich halt sehr schade. Und was ich auch sehr schade finde, ist die Tatsache, ich stoppe das Ganze jetzt mal, also du wirst nicht mit übertragen. Wenn du selber mit übertragen werden möchtest, dann musst du Desktop 1 auswählen. Dann kriegst du wieder die Nachricht. Und dann wird dein Screen hier, dann wird dein Screen natürlich mit übertragen in den zweiten Raum. Dann bin ich auch bewegt drin, aber wieder ohne Ton. Das heißt, du siehst zwar die Lippenbewegung in dem Raum, das blende ich dann unten nochmal ein. Die, liebe Podcast-Hörer, sage ich das jetzt. Also du siehst die Lippenbewegung, du siehst, dass ich meine Hand bewege, aber du hörst nichts in dem Raum. Wozu kann das jetzt gut sein? Ich stopp mal wieder die Teilung. Wozu kann das jetzt für dich gut sein, wenn ich hier jetzt das Ganze so einsetze? Du könntest zum Beispiel deinen Teilnehmern eine visuelle Nachricht nochmal geben und sagen, hey, ihr habt noch so und so viel Zeit. Ich habe einen Countdown für euch eingestellt. Du lässt den Countdown runterlaufen. Sie hören zwar keinen Ton, aber sie können den Countdown visuell sehen. Ja, ich weiß. Es gibt die Möglichkeit, Nachrichten in den Chat zu schicken. Das mache ich jetzt mal. Ich schreibe jetzt eben kurz eine Nachricht. Noch 5 Minuten. Ich übertrage das jetzt. Die Nachricht wird in dem Gruppenraum angezeigt. Aber sie erscheint nicht lang genug.
Und viele Teilnehmenden sagen dann immer, ja, ich sehe die Nachricht gar nicht. Die bleibt ungefähr, ja, 20 Sekunden, 30 Sekunden, nagel mich hier bitte nicht fest. Also die bleibt wirklich kurz oben stehen. Das blende ich dir hier auch nochmal ein. Aber viele kriegen das nicht mit. Und ich kann sie verstehen. Denn wenn die Teilnehmenden in den Gruppenräumen total aktiv dabei sind und richtig bei der Sache sind, dann bekommen sie die Zeit nicht mit. Jetzt kannst du natürlich sagen, hey, kein Thema. Mareike, ich schicke einen Zeitnehmer mit. Ja, das kannst du machen. Das ist auch super. Das ist eine tolle Idee. So ein Zeitnehmer finde ich auch immer super. Das ist wirklich richtig geil. Aber was passiert, wenn der sich auch mit verquatscht? Oder aber der gar nicht die Zeit beachtet oder nicht richtig wahrgenommen wird. Auch wenn er sagt, huhu, die Zeit. Beachtet bitte die Zeit. Wir haben nicht mehr so viel. Dann kann es trotzdem sein, dass er missachtet wird. Das ist auch schon mal passiert. Muss nicht, aber kann. Oder die verquatschen sich alle. Das sind so Sachen, die ich natürlich auch dann dabei bedenken möchte. Was mich jetzt stört, neben der Tatsache, dass wir den Ton nicht übertragen kriegen, und das ist wirklich Jammern hier mit dem Ton auf sehr hohem Niveau, weil das gibt es ja jetzt erst gerade neu. Ich habe auch schon ein paar Ideen und ich werde dich auch gleich dann teilhaben lassen nochmal. Was ich sehr schade finde, ist die Tatsache, Zoom hat eine Whiteboard. Aber das Problem ist ja, wenn wir die Whiteboard in den Gruppenräumen benutzen und die Teilnehmenden vergessen, sich einen Screenshot davon zu machen, dann ist die Whiteboard weg. Der Inhalt ist weg. Deswegen ist es immer wichtig, dass wenn du deine Teilnehmer, bevor du die reinschickst in die Gruppenräume, sagst, Leute, bitte beachtet, die Whiteboard wird nicht mitgenommen in den Hauptraum, also nicht wie so eine transportable Whiteboard und ihr könnt die mitnehmen von einem Seminarraum zum nächsten. Das haben wir ja auch alles in Präsenz normalerweise die Möglichkeit. Oder du hängst es einfach ab, das Flipchart, und nimmst nur das Blatt mit, reißt es ab oder sonst was. Das funktioniert hier bei Zoom alles nicht. Das heißt, das Whiteboard ist da, ich kann drauf schreiben und wenn ich als derjenige, der den Bildschirm geteilt hat mit der Whiteboard, den Raum verlasse, ist das Whiteboard weg. Fujikato, weg. Fini. Basta. Und das finde ich sehr schade. Ich fände es cooler, wenn entweder die Whiteboard gespeichert werden könnte oder wenn die Teilnehmer das automatisch speichern können, die Whiteboard also automatisch gespeichert wird und dann dem Host des Meetings zur Verfügung gestellt wird. Aus dem Hauptraum klappt das ja auch. Entweder so oder dass es automatisch gespeichert wird, einen der Teilnehmer dann zur Verfügung gestellt wird. Das wird wahrscheinlich wegen der IP-Adresse nicht so ganz funktionieren. Dass man dann vielleicht die Whiteboard, was auch cool wäre, sie wird zwar geschlossen, aber man kann sie wieder öffnen und es bleibt wieder da. Das heißt, der Teilnehmende geht in den Raum zurück und kann dann nochmal einen Screenshot davon machen. Ich muss die nicht mitnehmen können, aber es wäre schön, wenn ich einen Screenshot machen kann. Klappt bei MS Teams ja auch. Das fände ich eine coole Variante, denn ich komme jetzt dazu und spanne jetzt den Bogen wieder, warum ich das so cool fände. Denn wenn ich jetzt hier im Hauptraum sitze, ich weiß ja nicht, nutzen die Whiteboard, nutzen die eine Pages-Dokument, ein Word-Dokument, schreiben die da drauf? Und was passiert dann? Ich streame von hier aus dem Hauptraum in alle Breakout-Sessions hinein und das Folgende passiert, die Whiteboard wird geschlossen. Und dann ist das, was die vorher gearbeitet haben, weg. Und das finde ich so dramatisch an der ganzen Geschichte. Es ist weg, es ist gelöscht, es ist nicht mehr da und die Teilnehmenden kommen an diese Daten dann auch nicht mehr ran. Ich aus dem Hauptraum wiederum weiß natürlich nicht, schreiben die jetzt auf eine Whiteboard, nutzen die was anderes. Ich sehe ja bei denen nicht in die Räume rein. Es sei denn, ich würde von Raum zu Raum zu Raum zu Raum gehen, dann sehe ich das schon. Aber dann kann ich natürlich das mit dem Streamen aus dem Hauptraum nicht machen. Es sei denn, ich bin mit dem zweiten Rechner dabei. Aber das sind alles so, es sei denn, dann, wenn, dann, Funktionen. Ne? Und das sind mir zu viele Loops, die dann noch da drin sind. Also da wäre es schön, wenn es so ein Workaround gäbe, dass das Whiteboard, selbst wenn es geschlossen wird, Zoom sagt, zack, ich mache automatisch einen Screenshot davon, bumm, aus Mickey Mouse, und da stelle ich dem Host des Meetings zur Verfügung.
Das fände ich eine coole Variante. Dadurch sind die Informationen dann nicht verloren, weil dann kann ich die Informationen den Teilnehmenden wieder zur Verfügung stellen, den Screenshot und kann dann den Leuten das geben. Ja, es gibt auch andere Alternativen. Statt die Whiteboard von Zoom zu nutzen, da habe ich ja auch schon diverse Male drüber gesprochen, du kannst ein Concept Board nehmen, Taskcards, du kannst Miro, Mural nehmen. Das funktioniert natürlich alles. Das ist nicht weg, nur der geteilte Bildschirm ist dann nicht mehr da. Und die können dann hinterher hier wieder den Bildschirm teilen und wieder kollaborativ daran arbeiten. Das ist die Alternative, die uns dann bleibt. Ich finde es nur, wenn ich, ich sage jetzt mal, wenn ich die Zoom-Brille aufsitzen würde, fände ich es aus Zoom-Sicht natürlich schade, wenn man die Whiteboard, das eigene Mittel, was man hier geliefert bekommt, nicht nutzt, weil es an der einen oder anderen Stelle halt wirklich ein kleines Manko hat. Und das finde ich problematisch und schade. Aus Trainerin-Sicht, wenn ich die Brille aufsetze, gebe ich dann halt meinen Teilnehmenden mit, die Zoom-Whiteboard könnt ihr benutzen, aber das müsst ihr dabei beachten, es wird nicht gespeichert. Macht euch Screenshot. Den Screenshot musst du aber wissen, wo der gespeichert wird. Beim Mac-Rechner ist das relativ einfach. Da gehe ich in den Finder, dann ist der bei mir unter zuletzt benutzte Dokumente und da ist der drin. Bei einem Windows-Rechner sieht das wieder anders aus, denn da kann es dann sein, dass es unter Screenshots gespeichert wird oder unter Fotos oder unter einer anderen Datei. Du findest die Bilder immer. Das ist nicht das Problem. Da musst du halt das Datum eingeben, 2021 für das, also für 2021 für das Jahr, dann im Bindestrich, dann würde ich jetzt zum Beispiel eingeben 06, Bindestrich und dann momentan die 25 und schon wäre, würde ich die Datei auch finden. Oder ich würde nach PNGs oder JPEGs suchen. Das kann man alles machen, aber es gibt natürlich auch den leichteren Weg, indem ich es dann gleich in der Zoom-Datei, so wie es im Hauptraum ja auch ist, die Whiteboard wird bei mir unter dem Zoom-Meeting gespeichert. Der Chat wird bei mir unter dem Zoom-Meeting gespeichert, wenn ich es so eingestellt habe. Warum nicht auch aus den Gruppen-Nebenräumen? Sorry, liebe Zoom-Leute, das fände ich mega. Jetzt gehe ich nochmal die Schleife zurück, warum ich es cooler fände, wenn man auch den Ton übertragen könnte, weil dann kannst du sagen, hey, bitte denk dran, dann bräuchte ich noch nicht mal das Bild übertragen, sondern bräuchte nur einen Ton übertragen und könnte dann Ton übertragen in alle Gruppenräume und sagen, bitte denkt dran, in 5 Minuten mache ich die Breakout-Sessions zu. Zum Beispiel. Dann kriegen die Teilnehmer nicht nur oben diese kleine visuelle Nachricht, sondern haben nochmal die auditive Nachricht, dass die Gruppenräume geschlossen werden. Oder wenn ihr was braucht, bitte denkt dran, unten unter dem Button auf der Meeting-Kontrollleiste gibt es den Um-Hilfe-Rufen-Button. Ihr könnt mich aktiv um Hilfe bitten. Ich komme aber auch gleich nochmal in die Gruppenräume rum. Also da kann ich schon mit arbeiten. Ich kann natürlich auch meinen Desktop, was ich normalerweise nicht empfehle, Desktop 1 oder Computer 1 zu teilen, weil dann sieht ja jeder, was auf deinem Rechner sich drauf befindet. Von daher könntest du hier auch einen Zettel hochhalten und sagen, hier der Countdown, hier die Aufgabe oder sonst was. Also du kannst auch Arbeitsaufträge dann nochmal mit in die Gruppenräume hineingeben. Das finde ich schon eine coole Sache. Mit Ton fände ich es jetzt nochmal schön. Ich sage ja, jammern auf sehr hohem Niveau. Denn ich hatte dann die Idee, jetzt stell dir mal vor, du machst eine Konferenz. Und die Teilnehmenden befinden sich in den unterschiedlichen Konferenzräumen. Also so in den Breakout-Sessions. Und es wird eine Keynote gleich stattfinden. Dann könntest du diese Keynote in alle Räume gleich übertragen. Zum Beispiel. Und dann hätte jeder das. Oder du würdest einen Film deinen Teilnehmern zur Verfügung stellen. Den könnten sie sich dann in ihren Gruppen anschauen. Und dann dementsprechend halt damit arbeiten. Ja, ich weiß, bei WonderMe ist das so, dass du dann das Ganze auch machen kannst. Aber dann hast du das in diesem Konferenzraum. Hier könntest du das so nochmal wie als Broadcast machen. Das ist nur ein Gedanke, ob der toll ist oder nicht. Das ist jetzt so etwas, was mir halt eingefallen ist. Ich fände es halt schön, Audio noch mit zu übertragen, aber gut, vielleicht kommt das noch. Ich weiß nicht, was Zoom hier noch plant. Ich denke, da wird noch eine Menge geplant sein.
Ich freue mich auf jeden Fall schon auf die Neuerung. Ich freue mich auch schon auf den 3. Juli, wo ja dann auch wieder was Neues geplant ist. Und ja, also von daher schauen wir einfach mal, wie sich die Wege auch bei Zoom weiterentwickeln. Das mit der Whiteboard wäre so ein schönes Nice to Have, einfach auch um das Look and Feel von Zoom, also dieses Look and Feel Gefühl bei Zoom nochmal in den Vordergrund zu stellen, um dann hier auch sagen zu können, pass auf, hier passt das alles zusammen. Also von daher alles gut. Ich will auch nicht länger auf hohem Niveau jammern. Von daher bin ich jetzt an dieser Stelle raus. Probier es bitte aus. Sag mir, wie du es findest, was du damit vorhast. Da würde ich mich wirklich mega drüber freuen, wenn du mich wissen lässt, ob du das gut findest, diese Neuerung, oder ob du sagst, nee, brauche ich nicht. Ich meine, dann brauchst du es auch nicht nutzen. Aber was hältst du davon? Und ja, schreib mir. Und ansonsten bin ich jetzt raus und wir hören uns oder sehen uns beim nächsten Mal. Deine Mareike.